Hallo, ich bin der Nils. Wir sind die Technikergruppe vom OHG unter der Leitung von Oliver Kessle. Und wir haben heute den Pianisten Roland Vossebrecker aufgenommen. Ich selber bin für das Licht zuständig, heißt für die gesamte Beleuchtung des Flügels und alles. Und als nächstes kommen jetzt die beiden Kameraleute. Hi, ich bin der Malte und ich bin mit dem Felix zusammen für die Kameras zuständig. Wir haben jetzt insgesamt 4 Kameras benutzt, um möglichst viele verschiedene Perspektiven aufzunehmen. Wir haben zum Beispiel eine nur auf die Finger gerichtet, die man jetzt auch hier gerade so schon laufen sieht. Und noch welche auch ein bisschen die Raumperspektive zeigen und ja, andere Highlights. Genau, jetzt stellt der Felix sich noch einmal vor. Ich bin der Felix und gehöre mit zum Videoteam. Zusammen mit dem Malte haben wir nicht nur die Aufgabe, die Kameras zu bedienen, sondern müssen auch die produzierten Videos am Ende alle zusammenbringen und zusammenschneiden. Diese ergeben letztendlich dann den fertigen Film, den ihr euch gerade anseht. Hi, ich bin's nochmal Malte. Wie ihr sehen könnt, sind die ganzen Videos mit der Software DaVinci Resolve geschnitten. Und wir haben damit angefangen, dass wir die richtigen Videos mit dem fertigen Ton synchronisiert haben, dass das alles perfekt übereinander liegt. Und haben dann halt immer eine von den Videospuren ausgesucht quasi, um dann halt das schönste Bild an der Stelle zu benutzen. Zusätzlich dazu haben wir noch eine Farbkorrektur und Farbbearbeitung gemacht, wie man hier bei dem Video sehen kann. Wenn man die ausstellt, dann ist das ja nicht so schön, ist ein bisschen grünlich und dann nach der Korrektur sind die Farben wieder schön. Ich bin der Finn, Mitglied des Tonbereichs und heute bei unserem Projekt haben wir mit unserem Mischpult, dem Midas M32R, den Flügel aufgenommen. Das Mischpult haben wir jetzt nur als Interface genutzt, um nachher mit der DAW, die der Sven kurz erläutern wird, aufzunehmen. Und zu den Mikros, wir haben 4 Mikros verwendet, alles Röde Stereo-Pärchen und 2 dafür für den Flügelklang und 2 für den Raumklang. Und das war's soweit. Ja, hallo, ich bin der Sven und ich mache hier die Aufnahme von dem Audio, was wir eben aufnehmen wollen. Das Ganze mache ich mit Logic Pro 10 über meinen MacBook. Und ich bekomme eben vom Finn die Audiokanäle von unseren 4 Mikros, die wir verwenden, rübergesendet und nehme die dann separat auf, packe die auf die linken und rechten Channels und helfe dann auch im Nachhinein noch beim Bearbeiten von den Audiospuren. Ich hoffe, ihr habt mit unseren produzierten Videos viel Spaß. Und jetzt hört ihr noch einen kurzen Gruß von unserem Leiter, dem Conny. Wir freuen uns riesig, dass wir für Oxfam und mit Oxfam gemeinsam ein solch tolles Projekt durchziehen durften. Und natürlich der große Dank an meine Schüler, aber eben auch an die Schule und damit meine ich die Schulleitung, die solche Dinge auch in den schwierigen Zeiten immer unterstützt haben. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit der tollen Musik.